So, also da oben steht es ja nochmal, mit dem zweiten sieht man besser und vor allem der Zusatz, wie kompliziert es einfach wird. Das ist natürlich, das wollen wir uns mal, ich mal zur Brust nehmen. Sie sind gefragt. Dann gehen wir doch gerade hierher. Ich habe das nochmal ins Bild gesetzt, was Ihre Kommilitonin in Zahlenform hatte. Hier unten haben Sie die Zahlen der der zweiten Liga, die durchschnittlichen Zuschauerzahlen pro Spiel der zweiten Bundesliga, hier oben der ersten Bundesliga. Und Ihre Kommilitonin hat richtig bemerkt, die sind vom ZDF einfach addiert worden. Hier unten sehen Sie die Quelle, ja, dieses Weltfußball.de, was ich Ihnen ja angegeben habe. Also beim ZDF haben Sie zum Beispiel hier 57.000 in der Saison 10/11. Das haut genau hin. Wenn Sie also ungefähr genau hin, wenn Sie die entsprechenden 13.000 der zweiten Liga mit den 40.000, mit den 42.000 der ersten Liga irgendwie addieren, dann kommen Sie so in den Zahlenbereich. Ja? So ungefähr. Also an jeder Stelle haben die addiert, obwohl wir jetzt auch schon bemerkt haben, die müssten eigentlich einen Durchschnitt nehmen. Das habe ich hier mal gemacht. Schauen Sie sich das an. Hier haben Sie sagen, dass die erste Liga, die zweite Liga, hier unten das Blaue, die Zuschauerzahlen, hier haben Sie die erste Liga und hier haben Sie den Durchschnitt von erster und zweiter Liga. Was passiert denn, wenn wir nochmal zurückgehen? Dann schauen Sie durch diese Addition der Zahlen, das sehen Sie hier nochmal, der ersten und zweiten Liga erreicht diese Kurve. Ja? Und jetzt schauen Sie mal, die steigt da richtig dramatisch, steigt die an. Ja? Schauen Sie nochmal den Durchschnitt hier an. Die steigt natürlich nicht mehr so dramatisch an. Ich habe das natürlich gleich entsprechend gemacht, indem ich ein Tabellenkalkulationsprogramm verwendet habe. Und das können Sie, da sind Sie besser und fitter als ich drin mit Computereinsatz im Mathematikunterricht. Aber da sehen Sie, das ist natürlich ein Feld Daten, wo man solche Kalkulationsprogramme gewinnbringend einsetzt, weil die eine Menge an Daten gleich schön ins Bild bringen. Ja, da können Sie grafische Darstellungen noch und nöcher wählen. Ja. Das heißt, Sie können solche Programme hier wählen zur Auswertung von Daten. Und zur grafischen Darstellung. Also Tabellen, jede Art von Tabellenkalkulationsprogramm. So, jetzt müssen wir die verletzten Personen noch irgendwie ins Bild bringen. Das machen wir jetzt auch noch. Da unten haben Sie jetzt also hier haben Sie jetzt den Mittelwert eingetragen also durchschnittliche Zuschauerzahlen pro Spiel erste und zweite Liga. Das ist der Mittelwert, den wir gerade ausgerechnet haben. Hier unten haben Sie die entsprechenden Zahlen verletzte Personen pro Saison, erste und zweite Liga. Ja, müssen wir ja. Jetzt haben wir wenigstens eine realistische Kurve hier oben und hier unten. Und die Quelle für die verletzten Personen ist dieses CIS. Und die beschäftigen sich sozusagen, die stellen jedes Jahr so einen Jahresbericht zusammen. Und jetzt müssen wir einfach mal auch in diesen Jahresbericht reinschauen, weil wir haben ja gesagt, verletzte Personen, was verstehen die unter verletzten Personen? Ja, schauen wir in diesen Jahresbericht rein, den habe ich Ihnen
mitgebracht. Die haben das als PDF-Datei von der Saison 99/2000 drauf. Das sind dicke, also sind so 30 Seiten PDF, haben sie bis jetzt, ja, also bis zur letzten Saison, das machen die jedes, am Ende jeder Saison, und ist immer gleich aufgebaut. Gehen wir mal in den ersten, den ich hier habe, von 99/2000 und blättern da mal ein bisschen rum. Ich mache es ein bisschen kleiner, damit Sie was sehen. 50%, das sieht so aus, wir schieben es mal hoch. Jahresbericht Fußball, ja, von 99, also Zusammenfassung, gekürzte Fassung, und dann sehen Sie hier ein Inhaltsverzeichnis. Und für uns interessant ist hier die Sicherheitslage 4, und da steht auch verletzte Person bei 4.1 auf der Seite 4 relativ weit vorne. Das können wir noch durchblättern. Schauen wir uns das an. Störerlage und so weiter interessiert uns gar nicht. Naja, Moment, vielleicht noch die Voraussetzung hier vorne. Schauen Sie, Veranstaltungslage ist vielleicht ganz interessant. Da sehen Sie Bundesliga, was ist das? Also Ligaspiele, Bundesliga 306 Spiele, zweite Bundesliga, also erste Bundesliga 306 Spiele, zweite Bundesliga 306 Spiele. Wissen Sie, wie das zustande kommt? 306 Spiele in der ersten und 306 in der zweiten, ja? Ja, genau. Die Spiele, also es ist eine ganze Menge an Spielen. So, dann haben wir ungefähr die Anzahl der Spiele, auf die sich das bezieht. Und da kommen wir jetzt zu verletzten Personen. Ich hoffe, Sie sehen es. Hier verletzte Personen. In Zusammenhang mit den Länderspielen wurden 209 Personen verletzt. Also das ist die Zahl, die wir da eingetragen haben, ganz am Anfang. Davon 36 Polizeibeamte, das heißt, die rechnen die Polizeibeamten mit dazu. Ja. Und entsprechend Störer und so weiter und 121 Unbeteiligte. Ja. Das ist natürlich die Frage, ob man sowas in Relation setzen kann, Zuschauerzahlen und dann verletzte Personen, wo man entsprechend die Leute, die im Dienst verletzt werden, dann noch mit einrechnet. Das können wir nochmal weitermachen. Da gehen wir gleich mal in ein paar Saisons weiter. Also gehen wir zu dem 9-10, dem letzten. Da sieht es schon etwas professioneller aus vom Cover, aber im Grunde genommen ist es genau gleich. Wir haben den Inhalt und Sie sehen wieder bei 5.1 sind die verletzten Personen, Seite 9, wir blättern hoch. Na, die Datenbasis brauchen wir uns jetzt nicht, Seite 9. Störerlage und so weiter interessiert uns auch nicht. Und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Wo ist die Seite 8? So, da haben wir es wieder. Wieder verletzte Personen. 87 Personen verletzt, davon 219 Polizeibeamte und Unbeteiligte 277. Ja? 277. Wenn wir jetzt könnten Sie sich aussuchen, welche Zahlen Sie nehmen wollen. Nehmen Sie die Gesamtzahl wie das ZDF, ja? Dann haben Sie natürlich von 200 ungefähr 99/2000 bis 784, also 800, haben Sie so eine Vervierfachung. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel nur die Anzahl der unbeteiligten verletzten Personen. Erinnern Sie sich, das war in der ersten Saison 99/2000 waren es 121 und hier haben wir 277, das ist also im Grunde genommen eine Verdopplung. Ja? Das ZDF hat alle Zahlen genommen, ja? Und stellt es den Zuschauerzahlen gegenüber. Also das muss man einfach auch mal sehen. Ja? Bemerkung hier unten. Wenn Sie jetzt nur die unbeteiligten Personen in Betracht ziehen, das ist ja die Frage, die gestellt wurde in dem Interview, dem Polizeigewerkschafter. Wie ist denn das gefühlt? Ist es gefährlicher geworden? Also kann man sich überhaupt noch in ein Stadion trauen, wenn man kein Störer und kein Polizeibeamter ist, sondern gewöhnlicher
Zuschauer, der irgendwie nicht Randale machen will, ja, und dann, das heißt unbeteiligte Person, als unbeteiligte Person da reingeht, dann ist natürlich, wenn man nur die Zahlen für die unbeteiligten Personen nehmen würde, hätten wir hier sozusagen nicht so einen hohen Anstieg und die Kurve hier wäre hier unten noch viel, viel flacher. Ja? Die wäre noch viel, viel flacher. Ja? So, gut. Wenn Sie mein Diagramm anschauen, dann haben Sie auch bemerkt, dass ich natürlich verschiedene Achsen habe. Hier habe ich die Achse für die Zuschaueranzahlen. Die geht so in 5000er Schritten hoch. Und hier habe ich die Anzahl für die verletzten Personen, die geht in 500er Schritten hoch, sonst, ich habe sie also sozusagen ich habe die Achse für die, also ich habe sozusagen die Vergrößerung hier dieser Achse, verletzte Personen, ist das Zehnfache, sonst hätte man überhaupt nichts gesehen, dann wäre es hier unten nur eine Linie gewesen. Ja. Also das können wir natürlich hinschreiben, das will ich auch machen. So. Notieren uns das. Da haben wir die Einheit um Faktor 10 größer. Als auf der Zuschauerachse und da unten die Bemerkung, sonst wäre nichts zu sehen, ja. Ganz klar. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir zumindest mal realistische Zahlen nebeneinander gesetzt und wir haben uns auch nochmal darum gekümmert, was diese Zahlen verletzte Personen pro Saison eigentlich heißt, ja? Dass da alle drin sind, inklusive der Polizeibeamten. Und wir haben sie aber noch nicht in Relation gesetzt. Ja, wir haben sie nicht in Relation gesetzt. Trotzdem sehen Sie, naja, hier haben wir einen Anstieg, nicht mehr so dramatisch wie auf dem ZDF-Diagramm. Ja. Bei den Zuschauerzahlen. Hier haben wir auch einen Anstieg, aber am Anfang relativ gemächlich. Der beginnt so in der Saison 3-4. Und wenn man sich das anschaut, wie das entstanden ist, dann müssen Sie bedenken, warum steigt es wohl hier in der Saison 3-4 an? Was ist da in der Nähe passiert 2004, 2005? 2005 war das Sommermärchen, Sie erinnern sich, die Fußball-Weltmeisterschaft war in Deutschland und im Vorfeld, schon die Saison früher, wollten die natürlich, die Sicherheitslage in den Stadien verbessern. Und das heißt, die haben natürlich viel mehr Polizisten eingesetzt. Hatten sie auch zu der Zeit zur Verfügung in der Saison 3-4, 4-5, weil durch den Wegfall der Grenzen in Europa, Sie wissen ja, 2001, 2002, waren so und so viele Zollbeamte, Bundesgrenzschutz und so, Bundesgrenzschutz muss ich sagen, waren in Anführungszeichen ohne Job. Und die haben natürlich die Polizei verstärkt. Und da war das natürlich eine gute Sache, sozusagen die Beamten dort in den Stadien einsetzen zu können. Jetzt können Sie sich mal überlegen, was passiert, wenn Sie die Polizeipräsenz in einem Stadion erhöhen. Was erwartet man da? Also wenn da mehr Polizisten da sind, dann passiert wahrscheinlich auch mehr Randale und auch schon im Vorfeld. Also auf den Wegen zum Stadion. Das heißt, das ist jetzt noch keine Begründung, dass die Anzahl der verletzten Personen hier ansteigt. Ja? Bei den Unbeteiligten wäre die Kurve noch flacher, Anzahl der verletzten unbeteiligten Personen. Ja? Aber
würde sagen, diese Nebeneinanderstellung, diese Relation, die das ZDF angeboten hat, die erklärt überhaupt gar nichts. Also da müsste man sich die Zahlen nochmal genau anschauen in diesen Berichten. Ja. Das heißt, wenn wir uns nochmal das hier anschauen mit dem zweiten, sieht man besser, wie kompliziert es einfach wird, müssen wir hier sagen, das hat das ZDF zumindest in dieser Sendung mit dem Herrn Steinbrecher nicht erfüllt. Also drei schlechte Gesichter. Ja? Ausrufezeichen. Sie sehen, dass man da wirklich ganz genau hinschauen muss und im Grunde genommen, wenn so eine Sendung über den Bildschirm flimmert, ja, dann macht man sich gar keine Gedanken über die entsprechende Grafik, die da angeboten wird. Und es bedarf schon einiger Arbeit, um dann entsprechend zu recherchieren, was ist da eigentlich gezeigt worden, ist es korrekt. Ja?